Car ist unser Thema. Auto- und Motorradzubehör, was jeder gebrauchen kann, was alle von uns im Auto haben sollten. Sowohl Diana, mit der ich hier moderiere, und mit Ralf. Ralf wird uns jetzt ein Produkt vorstellen, was wirklich jeder im Auto haben sollte, aus Sicherheitsgründen, dass man Beweise hat. Das ist einfach muss man einfach im Auto haben, denke ich. Ja, und Carsten spricht natürlich von einer Dashcam. Und ich wiederhole das gerne mal wieder, was ich immer sage. Wenn ich Verkehrsminister wäre, hätte ich schon lange ein Gesetz auf den Weg gebracht, dass jeder eine Dashcam haben muss. Ich bin kein Verkehrsminister, aber Sie können meinem Beispiel vielleicht folgen. Und ich sage Ihnen auch, warum. Ganz einfach, weil man immer wieder tagtäglich in kritische Situationen kommt. Und da gibt es dann eben auch mal leider Unfälle. Wir hören das täglich in den Verkehrsnachrichten. Und dann ist die Schuldfrage oft ungeklärt. Und wenn Sie mal unverschuldet in eine Unfallsituation kommen würden und dann ohne Schuld eben die Schuld zugesprochen bekommen würden, das wird ein Leben lang an Ihnen nagen. Ich weiß ja, Ingo, du bist auch sehr, sehr viel auf der Autobahn. Man kommt doch täglich in kritische Situationen, oder? Ja, ich fahre ja jede Woche von Bremen hierher und am Ende der Woche wieder zurück nach Bremen. Das siehst du wirklich fast jedes Mal, wenn du da fährst. Und diese Videos von den Kameras sind ja als Gesetzmittel, können die benutzt werden, ne? Müssen wir ganz relativieren. Es gibt ein Grundsatzurteil aus dem Mai 2018 vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Und die haben dort entschieden, relevante Videos einer Dashcam müssen vor Gericht als Beweismittel zugelassen werden. Also sind wir da schon ein bisschen auf der sicheren Seite. Da sehen wir, als Beweismittel im Prozess verwertbar sind. Das steht in dem Prozess. Und jetzt haben wir hier eine der besten Dashcams, die ich je kennengelernt habe. Dashcam ist klar, wie die festgemacht wird, und zwar ganz einfach über diese Saugnapfunterdruck an ihrer Windschutzscheibe. Sie vergessen eigentlich irgendwann, dass sie die überhaupt installiert haben. Aber hier haben wir was ganz, ganz Besonderes. Nach vorne ein Weitwinkelobjektiv, welches jetzt von links nach rechts mit 190 Grad alles aufnimmt, was eben in der Frontsicht passiert. Aber das Besondere ist hier, wir haben nochmal eine Linse nach hinten zum Innenraum gerichtet. Hier übrigens ein Kontrollmonitor, den schauen wir uns auch gleich an. Aber das heißt jetzt nochmal 190 Grad und damit haben Sie eine Rundumsicht. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig, weil oftmals passiert ein Unfall vor dem Auto, die erste Zehntelsekunde, und dann prallen die Autos ja so auseinander. Was danach passiert, sieht eine nur zur Front ausgerichtete Kamera nicht. Da sehen wir das mal. So sieht sie bei Ihnen installiert aus. Aber ich möchte Ihnen auch gleich zeigen, was passiert, sobald Sie praktisch Ihre Zündung anmachen. Weil das ist eigentlich das, woran man gar nicht mehr denken muss. Man hat sie einmal installiert. Aha. Und sobald Sie starten, startet auch die Kamera. Und das gibt einem, Ingo, ein Gefühl von Sicherheit, dass man eben jederzeit auf einen Full-HD-Farbzeugen, der unbestechlich ist, zurückgreifen kann, wenn was passiert. Und meine These ist ja auch immer, hätte jeder eine Dashcam, gäbe es weniger, also die Nörgler würden nicht mehr nörgeln, die Drängler nicht mehr drängeln und die Raser nicht mehr rasen. Und Diana, in Russland ist es eigentlich, glaube ich, selbstverständlich, dass man eine Dashcam hat, ich glaube, oder? Jeder Auto hat Dashcam. Für uns, das ist ganz normal, und ja, weil viel kann passieren hier und bei mir auch in Deutschland. Ich fahre viel nach Süd und für mich das ist immer ein Must-Have. So, das ist ja, glaube ich, auch aus Russland, Jana. Es gab doch mal diese Kometenaufnahmen. Ne? Da gab es 1000 Einstellungen vor, die kamen alle aus Russland, weil die alle ihre Dashcam drin haben. Ne? Genau. Das wird alles aufgenommen, das mit die nach hinten, nach innen zeigt. Nimmt eben, guck mal, da haben wir diese Aufnahmen. Chilabins. Vielleicht erinnern Sie sich dran, das war vor 2, 3, 4 Jahren irgend sowas. Das ist alles außer Dashcam. Das glaubt einem ja auch keiner, wenn einem das erzählt. Und jetzt kommen wir zur Handhabung der Dashcam, wenn wir wieder zurück im Studio sind. Aber hier sehen Sie, was wirklich tagtäglich passiert. Hier wäre man sogar fast unbeteiligt. Ich glaube, es kam nicht zum Crash, aber es gibt so viele Situationen. Und schauen Sie mal, ich habe jetzt die Stromversorgung. Ich simuliere jetzt mal, ich würde die Zündung anmachen, indem ich ganz einfach die Stromversorgung hier einstecke. So, Dashcam ist, oder Zündung ist an, und schauen Sie, was passiert. Die Dashcam geht sofort an. Das passiert, wenn Sie eben den Zündschlüssel drehen, die Zündung an ist. Und jetzt startet auch automatisch durch den Bewegungssensor, wir sehen das hier oben an den roten Ziffern, die Aufnahme auf einer Micro-SD-Karte, die bitte dazu bestellen. Die darf bis 64 GB groß sein. Und jetzt ist das natürlich der Innenraum. Aber achten Sie mal die zwei Bilder. Und nochmal, da müssen Sie gar nichts drauf erkennen. Das ist ein Referenzbildschirm. Die scharfen Bilder sind abgebildet, wenn mal was passiert. Aber wenn ich jetzt mal meinen Finger nehme, hier, und wir sehen ihn hier, schauen Sie aufs untere Teil, rundum. Und wenn ich hier vorbei bin,
geht er hier weiter. Sie sehen, das ist eben der Rundumblick. Und ich kann dir neulich eine Dokumentation vom Fernsehen schildern, wo aufgrund einer solchen Kamera die Strafe des eigentlich schuldigen Autofahrers erheblich minimiert wurde. Und zwar ging es um einen wirklich schrecklichen Motorradunfall, aber der Vorfahrtsverletzung vom Autofahrer. Der Motorradfahrer kam von rechts, wurde von der Front-Dashcam gerade noch so eingefangen und ist dann ins Auto rein und in die andere Richtung, ja, übers Auto hinweg. Also war wirklich ein fürchterlicher Unfall. Aber aufgrund der Dashcam-Aufnahmen hat man dann festgestellt, dass der Motorfahrer um vieles zu schnell war. Das heißt, du bist da nicht frei von Schuld, aber sie ist minimiert. Du hättest den Unfall eigentlich in dem Fall gar nicht vermeiden können, weil der Motorradfahrer so schnell war. Aber ja, ich glaube, das ist ja das Schlimmste, was passieren kann. Vielleicht ist es dem einen oder anderen unglücklicherweise schon mal passiert. Du bist unschuldig und bist auch hundertprozentig sicher, dass du unschuldig bist an dem Unfall und bekommst die Schuld oder auch nur eine Teilschuld. Ja. Du ärgerst dich dein Leben lang. Mit einer solchen Kamera kannst du eben nachweisen, was wirklich war. Wenn sie schuld sind am Unfall, dann haben wir eben hier, dann stehen wir hin und sagen, klar, aber wenn du unschuldig bist, dann ist es wirklich verrückt. Ein kleiner Aspekt noch, weil mir das mal passiert ist, ein Wildunfall muss auch immer nachgewiesen werden, dass es ein Wildunfall ist. Mit einer solchen Kamera wäre das kein Problem. Ja, die Kamera hat die Bestellnummer NX4498569. Damit haben Sie einen eindeutigen Beweis, was passiert ist. Wenn es keinen Beweis gibt, gibt es ja oft auch einen Vergleich und dann kriegen gerade Fahranfänger oder ältere Seniorenfahrer Schuld schon mal generell zugewiesen. Hiermit können Sie sich frei von Schuld machen. Gehört, meine ich, in jedes Auto so eine Dashcam und man darf sie benutzen. Dazu haben wir natürlich noch den idealen Speicher. Genau, ein Intenso, also ein Markengerät, eine 64 GB große Micro-SD-Karte, natürlich mit SD-Adapter. Und die kann man natürlich für unsere Dashcam, da ist sie genau richtig, verwenden. Aber das ist ja das neue Speichermedium. Man braucht das auch für Überwachungskameras, für viele Tablets oder auch für Smartphones. Also hier für diesen Preis-Leistungs-Verhältnis kann ich nur sagen, auch wenn Sie jetzt die Dashcam nicht bestellt haben, so eine Karte kann man immer brauchen. 64 GB für knapp über 12 Euro ist ein Mega-Schnäppchen. Die Intenso 64 GB große Micro-SD-Karte hat die Bestellnummer PX9971569. Hier sind beide nebeneinander nochmal drauf. Class 10 bedeutet, das ist hohe Qualität, die schreibt schnell und liest schnell. 64 GB ist die perfekte Größe für die Dashcam. PX9971569 ist die Bestellnummer. Man hat sogar einen Adapter dabei, dass Sie die auch als SD-Karte benutzen können. Fantastisch, einfach dazu bestellen. Ja, und jetzt kommen wir nochmal zum Thema Sicherheit und zum besseren Fühlen. Ich meine, du kennst das, Ralf, du kennst das, Diana. Es gibt diese Poller, sage ich immer, die unterm Kofferraum sind. Wenn man rückwärts fährt, die sieht man nicht und dann hat man einen Blechschaden. Das passiert jedem. Ich hab jetzt meinen Führerschein schon eine ganze Weile, mir ist es also schon zweimal passiert und das ist immer sehr, sehr ärgerlich. Liegt natürlich daran, dass es hinter jedem Auto, egal wie groß, wie klein, einen toten Winkel gibt. In modernen Autos, Rückfahrkamera, oh, wer das einmal erlebt hat, ein Traum, Rückwärtsgang rein und ich sehe sofort, was im toten Winkel passiert. Und genau so eine Rückfahrkamera haben wir jetzt als Nachrüstsatz. Und genau so wird sie aussehen. Ich zeige Ihnen das aber gleich im Einzelnen, weil man kann die direkt am Nummernschild festmachen und jetzt entweder reinklemmen oder reinschrauben, so wie ihr Nummernschild befestigt ist. Das ist die Kamera. Was hier besonders ist, sind diese Solarpanel, weil die ist Stromselbstversorger. Das heißt, ich muss kein einziges Kabel irgendwo hinlegen, ich montiere die. Und Diana, ich gebe dir die mal rüber, bitte. Aber ich möchte Ihnen zeigen, wie es zu Ihnen kommt, damit Sie die Einfachheit auch begreifen. Wir haben hier, genauso kommt es zu Ihnen. Und wenn Sie es jetzt auspacken, haben wir einmal den Monitor mit Standfuß. Und den montiere ich jetzt schnell. Und das haben Sie dann auch genauso schnell, das jetzt an der Windschutzscheibe oder am Armaturenbrett fixiert. Ich stelle es jetzt mal hier hin, ich zeige es Ihnen gleich. Und jetzt kommen wir zur Kamera. Und diese Kamera hat einen Einschalter, und zwar da unten, den schalte ich jetzt ein. Und jetzt montieren Sie es, genau wie ich es Ihnen gerade gezeigt habe, an Ihrem Nummernschild. Die darf ich dir mal in die Hand drücken. Mhm. Und wir bleiben hier beim Monitor. Und jetzt habe ich die Kamera gerade eingeschaltet und jetzt schalte ich den Monitor ein. Und achten Sie mal drauf, also hier simuliere ich ganz einfach meine 12-Volt-Steckdose. So, Strom ist jetzt drauf und jetzt schauen Sie sich den Monitor an. Und sofort haben wir jetzt das Bild.
Sehen Sie das? Das ist das Bild dieser Kamera, die ich gerade ausgepackt habe. Und jetzt ist es kein Problem mehr, rückwärts zu fahren. Wir haben sogar, wenn Sie möchten, diese Einparkhilfen. Und jetzt ist jeglicher tote Winkel aus. Das Einzige, was Sie sich angewöhnen müssen in Zukunft, ist, wenn Sie den Rückwärtsgang anmachen, und Sie sehen es, Rückwärtsgang rein, einmal hier drauf drücken. Und sofort ist die Rückfahrkamera an. Keine Stromversorgung extern möglich oder nötig. Ja? Und das ganz einfach in den Zigarettenanzünder einstecken und schon ist es montiert. Einfacher war es noch nie. Ingo, wir hatten schon viele Nachrüstsätze für Rückfahrkameras. Da musste man aber immer ein Kabel ins Auto legen und mit der Stromelektrik versorgen, also in die Autoelektrik eingreifen. Das muss man hier nicht mehr. Und das ist für mich ein Riesenquantensprung. In wenigen Tagen kann die bei Ihnen sein. Wir haben lange darauf gewartet, jetzt ist die neue Lieferung da. Bitte jetzt bestellen. Das gibt uns unglaublich viel mehr Sicherheit. Jetzt sind wir alte Hasen, Autofahrer. Also mir ist das auch schon ein paar Mal passiert. Diana hat sie montiert, aber jetzt die Frage an Diana. Diana, hast du beim Rückwärtsfahren auch schon mal so einen leichten Unfall gebaut? Ja, zum Beispiel Parkplatz oder diese Parken, wo man so einkaufen oder so, das passiert immer. Ich meine, ist nur Blechschaden, der schon ärgerlich genug ist. Aber jetzt stell dir mal vor, du würdest da hinten ein spielendes Kind oder überhaupt einen Menschen übersehen und den auch nur leicht verletzen beim Rückwärtsfahren. Also mir würde das unglaublich zu denken geben. Mhm. Und deshalb finde ich das wirklich toll, dass es hier für alle Autos möglich ist, ja, das nachzurüsten. Übrigens, die Funkreichweite, das ist ja eine Funkstrecke von Kamera zum Monitor, ist 25 Meter. Das heißt, selbst wenn Sie jetzt ein Gespann fahren, also von mir aus ein großer Hänger hinten dran oder ein Wohnwagen oder ein Wohnmobil, ist diese Kamera hinten anzubringen und Sie haben auch dann keinen toten Winkel. Sie sehen, was Ihre Spiegel und Sie sonst nicht sehen könnten, klar und scharf. Nochmal das Einzige, was Sie sich in Zukunft angewöhnen, Rückwärtsgang reinmachen und diese Taste drücken und schon fahren Sie nicht mehr blind rückwärts, weil egal wie lange man Auto fährt, man fährt immer blind rückwärts, weil ich simuliere das mal. Hinten ganz einfach wir keine Augen haben und rückwärts. Es einen toten Winkel gibt. Und jetzt könnten wir schauen, wenn wir jetzt auf ein Hindernis zufahren, sehen wir das rechtzeitig. Ja? Und die schreiende Diana, die würden wir nicht über den Haufen fahren. Aber Sie sehen damit, selbst wenn ich nur einen Blechschaden damit vermeide, ein Blechschaden heutzutage kostet auch gleich mal mehrere 100 € Reparatur. Hier 123 € zum Nachrüsten und es ist so kinderleicht, dass Sie, auch wenn Sie überhaupt keine technischen Vorkenntnisse haben, das ebenfalls hinkriegen wie jeder andere. Ja, und Diana, du hast es ja angebaut an dem Auto, das kann jeder, ne? Ja, klar, das war kinderleicht. Ich weiß nicht, das war 2 Sekunden. Ja. Die Nummernschilder haben ja entweder sind die so geklemmt heutzutage, dass die Nummernschilder also in so einem Rahmen eingeklemmt sind. Da klemmen Sie das einfach dahinter. Und falls Ihr Nummernschild geschraubt ist, schauen Sie mal, hier hinten haben wir Lochvorrichtungen für jede mögliche Kombination von Schrauben. Das passt wirklich an jedes Auto. Egal wie alt Ihr Auto ist, das ist ein Nachrüstsatz, der an jedes Auto ranpasst und kinderleicht einzubauen ist. Ja, ich fahre ein relativ altes Auto. Ich hoffe, das fahre ich auch noch, bis es zum Oldtimer wird. Ein richtig schönes. Ich möchte ja irgendwann mal das H-Kennzeichen, History, das kennen Sie. Aber wenn ich jetzt, also es würde mich richtig ärgern, wenn ich mit dem schönen Auto, ist eine alte Kiste, aber wenn ich mit dem schönen Auto mir eine Dalle in den Chrom-Stoßfänger hauen würde, das würde mich richtig ärgern. Und mit so einer Kamera können auch Sie das vermeiden. Natürlich, wenn Sie ein nagelneues Auto haben, werden Sie jetzt ein bisschen lächeln und sagen, habe ich schon drin. Ja, aber das haben die wenigsten. Ja? Ja. Das ist es. Wer es einmal drin hat, möchte es nicht mehr missen. Ja? Mhm. Und so können Sie es auf einfachste Art und Weise nachrüsten. Und diese Rückfahrkamera, solarbetrieben, also Stromversorgung über Solar, kommt in wenigen Tagen zu Ihnen nach Hause. Sie werden dann, ich sage jetzt mal, wenn Sie langsam sind, 10 Minuten brauchen zum Montieren. Ja? Also das ist der einzige Handgriff, den man machen muss, den Saugnapf an der Scheibe vorne festmachen und den Stecker in die 12-Volt-Steckdose. Und dann ist die neue Rückfahrkamera installiert. Also einfacher kann es nicht gehen, eine solche tolle Technik, eine Sicherheitstechnik nachzurüsten. Ja, kinderleicht einzubauen, sollte auch jeder haben. Wirklich, gibt Ihnen ein Gefühl von Sicherheit. Einparken wird leichter. Man hat auf Supermarktparkplätzen eine viel bessere Sicht und man kann seinen Kopf drehen, wie man will. Gummihals haben, man sieht nicht alles. Das, was unterm Kofferraum ist, sieht man nicht.
nicht. Dafür ist unsere kabellose Solar-Funk-Rückfahrkamera mit der Bestellnummer PX2486569 genau das Richtige. Sie ist jetzt wieder lieferbar. Wir haben sie im Februar, März gehabt und jetzt kommt sie endlich wieder. Sie kennen das Problem mit den Lieferketten. Und hier mit dieser Kamera ist wieder da, PX2486569. So, wir kommen zum nächsten Produkt und das ist etwas, was Sie auch brauchen können, um Ihr Auto selber zu warten, aber auch wenn Sie zum Beispiel einen Gebrauchtwagen kaufen, um zu sehen, ob damit alles in Ordnung ist. Ja, es ist ganz klar ein Produkt für den interessierten Laien. Die Profis unter Ihnen werden das in der Werkstatt haben und Sie kennen das vielleicht auch, wenn Sie mal in der Werkstatt waren. Wenn Sie dorthin fahren, als erstes wird ein OBD2-Diagnosestecker ans Auto angesteckt. Das wird mit dem Laptop verglichen und dann wird geschaut, Telemetriedaten, Fehlercodes auslesen. Das können Sie jetzt zu Hause auch und da brauchen Sie eigentlich auch keine Vorkenntnisse. So kommt es zu Ihnen und wenn Sie das auspacken, sehen Sie ein großes Gerät, welches hier über OBD2 angesteckt wird. OBD2, erklären wir kurz, Onboard Diagnostik zweite Generation. Das ist seit 2001 bei Benzinmotoren Pflicht in der EU und seit 2004 auch mit Dieselmotoren. Also so kann man davon ausgehen, dass die allermeisten Autos eben sowas haben. Und hier kann ich bis zu 300 Fehlercodes oder Codes auslesen, Telemetriedaten, ähnliches. Und ich kann auch Fehlercodes löschen. Jetzt ist das etwas, was ich nochmal erklären muss. Wir sehen das großzügige Display, ganz einfache Bedienung. Wenn jetzt zum Beispiel, und das kann ich bei mir sagen, ich hatte früher ein Auto, das hatte alle 4-6 Wochen hat es mir den Airbag Kontrollleuchte gezeigt, als wäre ein Fehler. Und da fährt man auch zweimal in die Werkstatt. Die sagen immer, ist kein Fehler, sondern das Leuchten ist ein Fehler und löschen das über OBD2. So, und beim dritten Mal habe ich dann gedacht, jetzt muss ich wieder in die Werkstatt fahren. Ja, wenn es eine gute Werkstatt ist, bei der sie immer sind, machen die das kostenlos, aber schon allein der Zeitaufwand ist ärgerlich. Und dann kann man hier mit diesem Diagnosegerät rein und kann den Fehlercode löschen. Wenn jetzt hier ein anderer Fehlercode angezeigt wird auf dem großzügigen Display, wenn Sie dann auf Löschen drücken, wird natürlich der Fehler nicht behoben, das muss man wissen. Aber wenn der Fehler behoben ist, darf man das auch löschen. Aber es ist mal ganz interessant, auch mal schauen, das kann man natürlich auch, die Drehzahlen, die Öltemperatur, dann auch die PS. Also ich weiß auch gerade bei Liebhabern von älteren Fahrzeugen, da zähle ich mich jetzt mittlerweile auch dazu, ja, ist das unglaublich beliebt, um einfach mal zu schauen, ja, geht noch alles, die Verdichtung, die Luftverdichtung und so weiter. Und es steht übrigens alles ganz gut beschrieben, was Sie alles damit tun können. Hier steht zum Beispiel auch, liest und löscht Diagnosefehlercodes der Steuergeräte, löscht den Status der Motorkontrollleuchte, Motordrehzahl, Luftmengenmesser, Geschwindigkeit, Kraftstoffverbrauch und. All das können Sie hier amtlich über ein OBD2, also Onboard Diagnostik 2 Gerät der neuesten Generation hier auslesen. Und ich finde das ganz interessant. Man könnte sich auch mal bei einem Fehler vor dem Werkstattbesuch darüber informieren, was ist wirklich kaputt, dass man da auch weiß, schon seelisch und moralisch, was auf einen zukommt. Und man hört ja immer wieder, dass es einige, ganz, ganz wenige, das muss ich hier nochmal betonen, Werkstätten gibt, die mit der Unwissenheit der Kunden spielen und einen mal so ein bisschen über den Tisch ziehen und ganz andere Reparaturen abrechnen, als sie eigentlich machen. Davor kann sie das auch beschützen. Aber das, was du gerade noch gesagt hast, ist auch ganz interessant. Super. Und zwar Gebrauchtwagenkauf. Hängen Sie einfach mal das Gerät dran und schauen Sie mal, was hier angezeigt wird. Was ist wirklich mit dem Wagen los? Ne? Ja, was ist wirklich mit dem Kaufe Wagen los? Kaufe ich eine Zitrone? Richtig, genau. Also da kann man selbst als Laie mal so ein bisschen einlesen in der Bedienungsanleitung, was wichtig ist. Ja, aber da kann man selbst als Laie mal ganz neue Erkenntnisse machen. Weil ich gebe es ehrlich zu, wenn ich die Motorhaube aufmache, das sieht man ja immer, ich sehe nichts. Ich weiß nicht, ob das Auto gut oder schlecht ist. Okay, wenn unter Motorraum 5 Liter Öl liegen, dann weiß ich, oh, Hände weg von dem Auto. Aber ansonsten sehe ich nichts. Und da sehen wir mal so ein paar Daten, die es ausmessen kann. Aber vor allem das links oben, lesen, löschen, Live-Daten. Dann auch ein Standbild, das ich hier einstellen kann. Und Bereitschaftscodes. Dann auch Fahrzeug-ID-Nummer. Das ist vielleicht beim Gebrauchtwagenkauf auch ganz wichtig. Ja, ja. Ja, dass man nicht auf so einen alten Motor eingebaut kriegt oder so. Genau, richtig. Also Sie sehen, kann ganz interessant sein und ist bezahlbar. Das halte ich auch für wichtig, weil mit 31,34 € kann sich das jeder leisten. Und nochmal, es ist für den interessierten Laien, weil der Profi hat einen riesen Laptop mit dem kompletten Programm. Aber für uns ist das hier genau das Richtige. Und ich liebe das auch ab und zu mal bei meinem noch Youngtimer, das mal nachzuschauen. Aha. Der ist übrigens, das kann auch älter sein, meiner ist Baujahr 99 und hat trotzdem schon OBD2. Ja.
Das ODB2-Diagnosegerät hat die Bestellnummer ZX3086569. Das Steckgerät, wo man das reinsteckt, ist in der Regel im Fahrgastraum, entweder am Armaturenbrett oder unterm Lenkrad irgendwo. Und wenn Sie so einen Fehlercode sehen im Auto, wenn da das Motoremblem leuchtet oder irgendeine Kontrollleuchte, können Sie hiermit auslesen, was überhaupt los ist. ZX3086569 ist die Bestellnummer. Jetzt kommen wir zu den zwei größten Pannenursachen, die es in Deutschland gibt. Das ist Batterie und Reifen. Wir haben eins, was diese beiden abdeckt und dazu noch drei weitere Funktionen hat. Deswegen nennen wir es ein 5-in-1 Starthilfe-Powerback-Kompressor-Reifen. Ja, als wir das zum ersten Mal vorgestellt haben, habe ich es sofort gekauft, ja, und ist seitdem bei mir im Kofferraum und war auch schon zweimal in Betrieb. Also es ist etwas, einfach eine Notfalllösung. 5-in-1 steht hier auch in der Grafik und deshalb möchte ich Ihnen auch die kleinen Optionen zeigen, die einfach noch dabei sind, was aber auch sehr hilfreich sein kann. Schauen wir hier oben rein. Wir sehen hier eine 12-Volt-Steckdose. Die habe ich übrigens vorhin benutzt, um die Kamera anzuschließen. Hier kann man zum Beispiel auch mal Kühlboxen oder andere 12-Volt-Geräte anschließen. Wir haben zusätzlich hier einen USB-Stecker, übrigens alles spritzwassergeschützt. Das ist eine Powerbank-Funktion, also auch mal USB-Geräte wie zum Beispiel Smartphone oder Tablet aufladen. Und wir haben, und das sehen wir hier gleich, wenn ich hier 2-3 Sekunden draufbleibe, einen Scheinwerfer, eine Arbeitsleuchte, mit der ich auch durch Blinklicht in Pannensituationen auf mich aufmerksam machen kann. So, aber jetzt kommen wir zu den wichtigsten zwei Optionen. Die häufigste Pannenursache laut ADAC mit 43% ist wirklich eine leere Batterie. Ja. Diana, hattest du schon mal eine leere Batterie? Ja, nicht einmal. Nicht nur einmal? Ja, Ingo? Ja, meine Geschichte ist, ich war nachts um 3, war ich müde, bin an den Straßenrand gefahren, an der Autobahn. Und ich mache das. Wenn ich fahre und müde wäre, fahre ich an den Parkplatz und lege mich mal 20 halbe Stunde hin. Hatte dummerweise mein Handy reingesteckt zum Laden und als ich aufgewacht bin, ging gar nichts mehr. Der Klassiker ist und auch Innenbeleuchtung. Innenbeleuchtung, ja, Radio anlassen beim Einschlafen. Und heutzutage hast du ja noch mehr Verbraucher dran, die eben auch Strom ziehen. Aber wenn sowas passiert, aus welchem Grund? Wenn man dann den Pannendienst anruft, bei dir war es mitten in der Nacht, ich schätze 2,5 Stunden Wartezeit. Der wollte gar nicht kommen. Der hat gesagt 3 Stunden, Max Minimum. Okay. Und dann habe ich ein Taxiunternehmen angerufen und dann habe ich ein Taxiunternehmen gefunden, nach langem Rumrufen, das dann ein Überbrückungskabel hatte. Ja, die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Wenn Sie mal einen Pannendienst in Auftrag hatten, haben Sie gesehen, die sind mit einem ganz ähnlichen Gerät gekommen. Genau so. Und das stellt man jetzt einfach neben die Batterie. Schließt die Batteriepole, man sagt auch ja, Krokodilsklemmen an, schwarz natürlich auf Minus, rot auf Plus. Und jetzt haben Sie hier einen Ladestrom, einen Strom kurzfristig von bis zu 600 Ampere. Und das reicht aus, um gehobene Mittelklasseautos, also bis zu dieser Klasse, eben den Impuls zu geben, dass der Anlasser wieder reagiert, das Auto startet. Alles andere übernimmt dann wieder die Lichtmaschine. Also nicht sagen, oh, Auto läuft, jetzt kann ich es wieder ausmachen, sondern wenn sowas mal war, dann wirklich noch mal eine extra Runde, 10, 15 Kilometer fahren, damit die Lichtmaschine wieder die Chance hat, die Batterie aufzuladen. Aber was hier eben wichtig ist, ist, dass du keine Fremdhilfe brauchst. Ja, oftmals ist es ja auch so, du hast das Auto so geparkt, dass du gar nicht beikommst mit einem Überbrückungskabel, weil ja immer ein zweites Auto dazufahren muss. Hier ist es ganz egal, wie Ihr Auto geparkt ist, anhängen und helfen. Und das ist meine erste Anwendung, wo ich es gebraucht habe. Nicht ich selber hatte eine leere Batterie, sondern ein Arbeitskollege bei uns auf dem Parkplatz. Einfach rüberkommt, machen wir schnell, wuff, eine Minute erledigt. Er war glücklich und ist weggefahren. Hat es übrigens dann auch sofort gekauft und in sein Auto gemacht. Und jetzt kommen wir noch zu etwas, was um Fahrsicherheit geht. Und zwar Reifendruck. Der richtige Reifendruck, und da wird vom ADAC übrigens empfohlen, den alle 14 Tage zu kontrollieren. Wann haben Sie das letzte Mal Ihren Reifendruck kontrolliert? Ich frage die mal hier. Diana, wann hast du das letzte Mal deinen Reifendruck kontrolliert? Okay, die Antwort reicht. Ingo? Gestern. Das ist wahr, weil ich getankt habe. Oh, okay, ich verneige mich vor dir. Sollte man aber wirklich regelmäßig machen, weil zu wenig Reifendruck, und bei den schwankenden Temperaturen hier kann das nur durch den Temperaturunterschied passieren, ja, zu wenig Reifendruck verändert die Fahrsicherheit. Längerer Bremsweg, anderes Fahrverhalten, an Geldbeutel geht es auch, höherer Spritverbrauch, schnellerer Reifenabrieb. Und deshalb hiermit können Sie schauen, Manometer und der Kompressor ist drin. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, erstens mal zu messen,
wie ist der Luftdruck, und zum Zweiten dann aufzufüllen wieder auf den richtigen Luftdruck. Hier haben wir einen Druck bis zu 17 Bar. Da könnte es im Notfall sogar mal einem LKW Pannenhilfe geben. Ja? Und ich glaube, das vergisst jeder. Also mir ging es immer so, ich bin an der Tankstelle, nehme mir vor, nach dem Tanken fährst du gleich zum Reifen und kontrollierst mal. Ja. So, dann tanke ich, zahle ich, komme raus, fahre weg und 5 Minuten später denke ich, Mist, ich wollte doch noch die Reifen kontrollieren. Ja, außerdem ist manchmal eine Schlange davor, kostet Geld und ist dreckig und es regnet. Es gibt so viele Sachen, die nicht gut sind. Hiermit sind Sie alles machen Sie alles richtig. Unsere 5-in-1 Starthilfe Powerbank und Kompressor hat die Bestellnummer ZX3013569. Es ist sehr klein, sehr handlich, passt in jeden Kofferraum. Sollte auch jeder im Kofferraum haben, auch als Geschenk vielleicht für Ihre Kinder, die Fahranfänger sind. Ganz fantastisches Powerbank. So, und jetzt kommen wir noch zu was ganz Ähnlichem. Aber wer jetzt sagt, so was Großes möchte ich nicht, ich möchte es kleiner, dann haben wir es eine Nummer kleiner. Und das hier ist eigentlich eine Powerbank auf den ersten Blick. Ich mache das mal weg, dass wir es sehen. So kommt es zu Ihnen, passt also wirklich in jedes Handschuhfach. Und wenn wir das jetzt mal aufmachen, sehen wir im ersten Moment auch eine Powerbank. Hier, so ein klassisches Maß, hier überall Stoß- und Spritzwasser geschützt mit den klassischen Anschlüssen. USB-A können wir laden, USB-C sogar, also auch moderne Geräte. Aber das hier ist eben anders. Hier sehen wir einen speziellen Stecker und die Kabel, die Anschlusskabel, die sind im Lieferumfang enthalten. Und jetzt werden Sie das gleich sehen. Hier haben wir übrigens eine Kapazität von 12.000 mAh. Und wenn ich das jetzt hier reinstecke, ja, dann, glaube ich, wird es klar, was passiert. Sofort unter Strom. Und jetzt haben wir hier auch wieder diese zwei Batterieklemmen. Schwarz Minus, Rot Plus. Und hier sind wir jetzt auch bei Autos bis zur oberen Luxusklasse, bis zu 4-Liter Maschinen, die Sie hiermit mit einem Spitzenstrom von 1200 Ampere starten können. Das heißt, du hast jetzt nicht ein großes Teil, wo du Starthilfe gibst, sondern das hier. Das ist Ihre Starthilfe. Ich hoffe, die brauchen Sie nie. Aber ich glaube, wir haben das auch schon alle erlebt, selbst wenn wir selber keine leere Batterie haben, ja, der Nachbar vielleicht, der Kollege oder auch der Ehepartner, wo dann dasteht, wo man auch sagt, oh, wo kriegen wir jetzt ein Überbrückungskabel her? Da brauchst du kein Überbrückungskabel mehr. Das hier ist das Überbrückungskabel. Anschließend starten auch hier natürlich wieder der Hinweis, nicht sofort wieder ausmachen. Wenn die Batterie mal leer war, braucht die Lichtmaschine die Chance, sie auch wieder aufladen zu können. Aber du siehst die eigentliche Situation, die dich Stunden deines Lebens kostet, weil du wirklich lange auf Hilfe warten musst. Die geht jetzt nur noch eine Minute und das finde ich herausragend. Klein, handlich, bezahlbar. Ich hoffe, Sie benutzen es immer nur als Powerbank, um Ihre Mobilgeräte aufzuladen. Aber wenn dann eben mal und der Winter steht bevor. Und ich habe heute erst einen Bericht gelesen, dass wir dieses Jahr wieder mit einem sehr, sehr kalten Winter rechnen müssen. Und dann sind ja die Batterien noch anfälliger und dann macht es Sinn, das sich jetzt schon ins Auto zu legen. Entweder als netter Helfer in der Not oder dann, wenn man selber in diesem Bereich ist, für sich selber. Übrigens, wenn Sie junge Damen haben, also Ihre Töchter, ja, die Auto fahren, auch sowas ins Auto machen, weil das wäre mein Albtraum, dass meine Tochter irgendwo morgens um 2, 3 mit leerer Batterie steht und nicht wegkommt. Ja, hiermit kurz zeigen, wie es geht, aber das ist ja ein Handgriff, den jeder kann. Diana hat das schon mehrfach mittlerweile gemacht, die hat das durchaus drauf, aber es gibt ja dann auch die Sicherheit, dass auch wenn die Batterie mal leer sein sollte, die Tochter oder auch die weiblichen Mitglieder der Familie trotzdem mit wenig Verzögerung sicher nach Hause kommen. Diana, was hast du damals gemacht, als die Batterie leer war? Pannendienst gerufen? Nein, ich habe diese Krokodile-Klemme gekauft für 29 Euro. Die Kabel? Ja, ja? Nur Kabel. Hm. Und dann musste ich jemanden fragen und das war schrecklich. Ja, und das ist halt so. Früher hat man auch, wo mache ich jetzt die Kabel hin? Ja, im Fußraum liegen dann Riesenkabel oder im Kofferraum. Das hier bekommen Sie, sobald Sie es nicht mehr brauchen, ganz einfach im Handschuhfach unter. Sie sehen eine schöne Passform. Das Krokodilskabel, wenn es da mal soweit ist, ist mit drin. Und das klappt. Also wenn es jetzt nicht in Ihr Handschuhfach geht, weil es gibt ja so Roadstars, Sie haben ganz kleine Handschuhfacher, Fächer unterm Sitz einfach positionieren und da weiß man, wenn ich mal in die Lage komme oder ein Freund oder ein Bekannter von mir, kann ich ihm helfen. Krokodilsklemmen sind dabei und genügend Strom haben wir hier
aus dieser wunderbar leistungsstarken Powerbank. Ja, super klein, super praktisch, Handschuhfach oder unter den Sitz, absolut richtig, sollte man dabei haben. Kostet nicht viel mehr als, als ein Überbrückungskabel plus den Ärger, den man hat, um jemanden zu suchen. Unsere Powerbank und Kfz-Starthilfe hat die Bestellnummer ZX3000569. ZX3000569, rufen Sie an, 0800 51 51 und dreimal die 4. Sie sehen hier unseren ganzen Katalog, den wir Ihnen heute vorgestellt haben. Ist mit Sicherheit was für Sie dabei, vielleicht sogar alles. Also die Kamera, ich fand jedes Produkt richtig toll. Gibt mir Sicherheit. Ich habe einen eindeutigen Beweis mit der Dashcam, wenn irgendetwas passiert. Ich fühle mich sicher, weil ich auf die Pannenursachen vorbereitet bin und einen Gebrauchtwagen auch noch checken kann, bevor ich ihn kaufe. Super Produkte, Ralf. Vielen Dank. Es hat Spaß gemacht und hoffentlich ist was für Sie dabei.